Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo Boomer. Ja, dich komm, dich streicheln wir jetzt auch noch, waren schon lange ja nicht mehr hier. Komm her, komm her, komm her. Komm her, da drüben steht. Ja, und ja. Kuckuck. Willkommen zurück zu Far Cry 5 mit mir, der Mr. Sick. Wow. Und jo, ich versuche mich. Ich bin. Was ist denn jetzt schon wieder? Wow. Wow. Ich wollte gerade eben sagen, ich versuche diesmal mich nicht allzu sehr ablenken zu lassen, sondern halt mal Missionen zu machen, straight vorzulaufen. Hat ganze 3 Sekunden gehalten. Überall schießen sie, Boomer entdeckt andauernd irgendwelche Leute. Oder irgendwelche Tiere. Und ich wundere mich schon wieder, was hier los ist. Hier ist noch ein Prepper-Versteck. Ja, die machen wir heute auch nicht. Das hat mir das letzte Mal immer ein bisschen zu lang gedauert, ehe ich mal dahinter gekommen bin. Wie schieße ich denn eigentlich geile Flugzeuge ab? Da drin scheint jemand oder irgendwas zu sein. Ach, ein... Ja, es ist mit denen, ich lasse mich nicht ablenken, halt echt lange gehalten. Kalkulation. So, haben wir nicht noch irgendwo? Ne, da sind wir wieder Steuerung. Da. Fernstoff. Das war hinknien, das will ich gar nicht. Ah ja, so. Okay. Ach, Boomer, ernsthaft jetzt? Komm da raus, das brennt. Was? Aber ich habe den, glaube ich, auch den Befehl gegeben, dass der stehen bleiben soll. Was natürlich dann ein bisschen dämlich ist. Gut, ja. Wie gesagt, ich lasse mich nicht ablenken. Scheiße, ey. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das Spiel, das hat halt einfach überall, an jeder Ecke, irgendwo und überall passiert halt immer ständig irgendwas. Du läufst halt lang und dann triggern 30.000 Dinger. Der Hilfe? Wir brauchen Hilfe. Ja, und dann willst du eigentlich gar nicht, aber es passiert halt. Was wollen wir dagegen machen? Anheuern. Nö. So, dann reden. Wir alle halten dir den Rücken. John's Ranch und Flugplatz werden von einer kleinen Armee abgeriegelt. Der Widerstand würde von einigen seiner Spielzeuge gewaltig profitieren. Sektenaußenposten. Okay. Es ist, das ist in dem Teil, habe ich festgestellt, weitaus schlimmer als in Teilen davor. Jetzt habe ich gerade mal noch rüber geguckt, ob ich denn meine Webcam wieder auf undurchsichtig gemacht habe, also dass sie nicht durchsichtig ist. Das habe ich gemacht. Feedback ist angekommen, war jetzt nicht so die hellste Idee. Bist du ein Böser? Das sagst du mir jetzt nicht mehr. Okay, sammle Ehrenobjekte 0 von 4. Hier ist erstmal Honig. Wir schauen uns erstmal generell ja, wie üblich, wie eh und je um. Wanted Sinner. Das bin ja ich. Ja, mit feinem Bogen durch so einen Scheiß durchzuschießen, ich macht wenig Sinn, aber irgendwie mache ich es trotzdem. Okay, da kann ich nicht durchschießen, das ist eine Panzerholztür. Aber hier drin ist irgendwas.
Okay, ich möchte da rein. Cheeseburger Wackelkopffigur? Ah. Cheeseburger ist der Bär. So viel habe ich schon mal herausgefunden. Wie kann ich. Was sind das für freakige Geräusche? Ja, Boomer. Fragst du dich auch, ne? Scary. Im Kreis. Ach, Kugel, Kugel. Gute Hähne des Todes. Die Waffe fühlt sich nämlich so geil an, wenn ich ehrlich bin. Ja, hast du fein gemacht, Boomer. Hast du schön gemacht. Ich hab fein, Boomer. Geiler Boomer, schöner Boomer. Geiler. Das Silo machen wir jetzt aber noch putt. So. Ja. Komm, komm weg, das knallt da. Was stirbt denn da drüben gerade? Alter, leckt mich am Arsch, ey. Das kann doch nicht sein, dass hier alle 2 Sekunden irgendwas dann auf der Map auftaucht und so. Hier irgendwas da rumkreicht. Okay, ich müsste da hoch. Du bist tot. Sicher rumspringen. Okay. Ja! Was, Alter, ey. Ist denn noch los mit diesem Spiel hier? Aber darüber komme ich noch niemals gesprungen, oder? Ah, doch. Petran, du musst hier, junge Padawan. Okay. Das war noch ein bisschen näher. Alter, fick dich doch. Jetzt spring da einfach mal da runter. Ja. Okay. Hier ist noch was zum Lesen. Erntebefehl, fick dich. Ja, nee. Auf die Chance habe ich gerade keinen Bock. Wir wollen erstmal noch dem Bekloppten helfen. Den Verschwörungstheoretiker. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass jeder Verschwörungstheoretiker bekloppt ist. Schlüssel. Komme ich jetzt da rein in die Bude?
erstmal einmal jede Waffe in die Hand nehmen. Habe einen Comic in die Hand genommen und auf einmal gehe ich so einen eskalierenden Sound. Alright. Hey, stimmt ja, ich bin ja eine Frau, deswegen sind hier immer so Frauensounds. Okay, ich will jetzt nochmal rüber gucken, ob ich da jetzt in die Bude kann. Dann natürlich gucken wir da drüben noch rein. Und das finden wir. Okay. Gucken wir die Pfeile im Bogen. Was war jetzt hier nochmal? Fernglas, da war Fernglas. Okay. Sind nur drei und ein Heavy. Der hat allerdings Gas auf der hinten auf dem Rücken. Och nö. Ach komm schon. Ach komm schon, immer noch. Ach. Das war eine ganz schlechte Idee. Guck mal, bist du abkrepiert? Ne, bist du nicht. Gasflaschen, jetzt Bremse. Viel Spaß, Digga. Na komm doch mit deiner Gasflaschen, also nicht ganz so nah, aber. Ciao. Bumsen geht's, Junge. Oh, Alter, was ist der für eine verbrannte Erde hier hinterlässt. Cool. Also nicht cool, aber sieht cool aus. Habe ich gerade die Kugel aus dem Arsch gezogen? Warum leuchtet die Kuh so? Yes. Kann ich jetzt Yes da oben auch irgendwann mal kaputt machen? Es fehlt noch ein Objekt. Wir dürfen jetzt auch schon Schluss. Alter, verjagt mich nicht so. Also erschreckt mich nicht so. Ganz schön rund, ja? Die Sekte hat Suchtrupps losgeschickt, um dich zu finden. Oh, ich freue mich. Okay, wir haben. Das ist aber ein Prachtkerl. Ja. Was? Dabei habe ich meine Hose noch nicht mal ausgezogen. Okay, da drüben muss das noch irgendwie sein. Ich dachte, wir kommen jetzt in die Bude rein, aber wahrscheinlich ist der Schlüssel wieder drin irgendwo. Boomer. Hast du nicht deine coole Nase, die du benutzen kannst, um Alien-Objekte zu finden? This would be cool. Natürlich ballern die da schon wieder die Seele aus dem Leib. Die Alien-Objekte scheinen nicht mehr in Richtung Häusern zu sein. Wozu habe ich denn jetzt eigentlich diesen Schlüssel aufgesammelt? Gibt es hier noch irgendwas anderes, was ich jetzt aufmachen kann? War ich jetzt wieder zu behindert dafür, um das zu finden? Ah, okay. Schwupp.
Das ist ja die gleiche Waffe, ne? Deswegen kann ich sie nicht aufsammeln. Vorteilsheft, ein Vorteilspünktchen bekommen. Alright. Wenn ich so rumrotiere mit der Maus. Sammelobjekt wurde mir hier noch irgendwo dann angezeigt, aber wo? Wir waren ja eigentlich die Gubbel-Gubbels. Ich meine, das ist halt hier das Korn-Kreisel. Vielleicht unter der. Wieso kann ich denn. Ach, Waffenrad ist jetzt X. Okay. Kann ich hier noch das herstellen? Ich hab doch genug davon. Ah, gedrückt halten. Q. Eventuell. Q? Boomer? Nee. Weil die leuchtet ja noch so. Okay. Tut mir leid, Kuh, wenn ich so auf dich rumknall, aber. What the fuck, wo soll das letzte Teil sein? Leuchtet morgens, oder? Hey, Wurfsen. Hey, nicht wegrennen, Wurfsen. Wurfsen. Bleib doch mal stehen, Wurfsen. Hast du was im Mund, was ich gerne haben möchte? Ah, danke. Okay, was war das gerade für eine dämliche Quest? Wo ist die Karte? Hier ist die Karte. Und hier ist noch ein Silo. Und da ist dieser Larry. Hier ist diese Cheese-Kopfwackel vor Drecksding. Okay, wir gehen jetzt hier noch die Richtung. Das Silo kaputt machen, weil das ja noch auf dem Weg ist. Nehmen wir mal ausnahmsweise ein Auto, oder? So, steig ein. Prozess.
Junge, wie kommst du jetzt auf einmal hierher? What the hell? Teleporting Boomer, ey. Waren hier aber nicht gerade eben noch Zivilisten? Anscheinend schon, ich glaube, die haben es nicht gemacht. Ich glaube, die sind tot. Ich bin in diesem komischen Fass liegen, was da lag. Geht's, Wichser? Nee. Das hier. Und der andere aber auch. Kommt ihr denn immer auf einmal her? Sag mal, gibt es ein Nest von euch? Gibt es so eine spontane... Das ist ja der Wahnsinn, Alter, ey. Das ist echt ein bisschen übertrieben. Kannst du keine 5 Meter fahren, laufen, pissen oder irgendwas, ohne dass es so ein Gate-Spasti da vorne steht. Schon wieder, ich hab grad eben das aufgeräumt. Ja, ich lass euch mal was da. Was gebracht. What the fuck, Alter? Hau ab! Alle Mann zurückfallen! Junge, 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 ey. Der Hund hat noch eine Stöcke! Ja, das bist du tatsächlich. Sorry, Boomer. Ging auf deine Kosten. Der Boom. Dein Name ist Programm. Ach, das ist ein Prepper-Versteck. Oder sowas. Properties, Jack, die Sekte ist endgültig verrückt geworden, also noch verrückter. Lass uns ein gutes, lass uns unser gutes Zeug in ein großes Rohr verstecken. Ich treffe dich dort, pass auf den Bären auf. Okay. Das war hier, glaube ich, auch gleich. Ich will jetzt erstmal kurz den LKW leer räumen und dann, glaube ich, am Fluss war dieses Rohr, das haben wir vorhin gerade gefunden, hier. Irgendwo, glaube ich, war das Rohr. Ja, ist echt ein bisschen übertrieben. Aha.
Weißbrennung benötigt. Also. Da ist das Rohr. Und dann gibt es hier noch einen Bär. Und einen Dachs. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Aber wie den Schlüssel finden wir jetzt hier vielleicht noch? Anscheinend nicht. War der Schlüssel in diesem Auto noch drin oder was? Bär. Aua, 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 aua. Bär, geh weg, geh weg. Ich dachte mir halt so vielleicht, naja gut, wenn der Bär eigentlich weg ist, dann drauf geschissen irgendwie. Dann lassen wir den halt mal da, wo er sein soll. Oder hingehen will, aber der wäre früher oder später halt wieder zurückgekommen. Sag mal, rennt der Nächste jetzt da drinnen rum oder was? Oder was ist da? Ja. Schaffst du es, da hochzukommen? Nee. Hier zu krass. Es ist ein Hund. Oder ein Wolf. Bin mir das nur gerade noch nicht so richtig sicher. So, 1, 2, 3. Butterpünktchen. Hier ist auf jeden Fall noch Geld. Hier ist dann noch Mollys. Weniger Komponenten, oh, das ist doch cool. Noch ein Erste-Hilfe-Set. Die Prepper-Verstecke lohnen sich halt echt, ne? Da geht, ist gut Stuff drinne. Wolf war das. Okay, jetzt ohne Umschweife. Direkt zum Larry. Ja, ohne Umschweife ist gelogen. Die Laurels haben uns Bescheid gegeben, dass ihr Bunker überflutet ist. Sie haben ihn aufgegeben, aber wenn wir es reinschaffen, können wir alles behalten, was wir rausholen. Dankeschön. Wo kommt denn diese ganzen Wichser her, ey? Das geht ja gar nicht. Schießt vorne einer ein über den Haufen, kommt von hinten irgendwie gleich einer. Junge, 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 ey. Die sind echt geil auf mich, ja? Und das ist auch noch eine Quest, die da kommt. Aua, und da hat mich irgendeiner angesnipert, glaube ich. Wow. Ja, feier das nicht zu lange. Geh auf. Oh.
Konflikt ist vorbei. Du kannst mit ihm reden. Dort drüben wohnt ein alter Veteran, der nicht mehr so gut laufen kann. Hoffentlich steckt er nicht in Schwierigkeiten. Ich würde mich wohler fühlen, wenn du mal nach ihm sehen könntest. Jo. Ich wollte die Folge eigentlich gar nicht so lang machen. Ey, das ist so... Oh, aber... Also ich mich aufregen. Das ist halt Far Cry. Du bist wieder da. Ja. Hast du sie? Ja. Her mit den Proben. Gut gemacht. Anne wird begeistert sein. Apropos begeistert. Es ist vollbracht. Der dynamische Laserkondensator ist fertig. Jetzt wird's richtig lustig. Versteh mich nicht falsch. Das war alles toll. Es ist einfach an der Zeit, dass ich mich an ein neues Abenteuer mache. Etwas Ähnliches, aber mit genug Neuerungen, um den Preis zu rechtfertigen. Du weißt schon, was ich meine. Wir verstehen uns. Uns fehlt nur noch der Strom. Ja. Und ich brauche mehr, als das lokale Netz hergibt. Und ich weiß, was du denkst. Aber einen Blitz einfangen scheidet aus. Das mache ich garantiert nicht nochmal. Okay, das Umspannwerk im Norden sollte genug Saft haben. Wir müssen nur den gesamten Strom direkt hierher umleiten. Das sollte dann für einen Versuch reichen. Ich gebe dir über Funk Anweisungen. Los, ab mit dir. Wir haben nur eine Chance, die Welt vor dem sicheren Ende zu retten. Na, ja, freundlicher du Wichser, wenn ich schon Dinger für dich mache. Okay. Umspannungswerk machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch macht ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.